Ihnen. Normalerweise würde Lutz beginnen, aber ich habe gerade von einem Spaziergänger einen Brief reingereicht bekommen und möchte den als allererstes vorlesen. Lutz hat sich damit abgefunden. Bevor wir beginnen, erstmal wieder die Auflagen zur heutigen Versammlung. Es heißt striktes Alkoholverbot, Verbot von Mitführen zu Glasflaschen von Hunden, von Gegenständen, die zum Werfen geeignet sind, wie zum Beispiel Flaschen, Fahnenstangen bitte auf 1,50 oder sind wir bei 2 Meter. Bitte dran halten, die Klatschpappen nutzen alles, um uns anzuzeigen. So, nun zu dem Brief. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich lese ihn einfach mal vor. Sehr geehrter Herr Debritz, seit November 2014 nehme ich regelmäßig an den Pegida-Kundgebungen teil. Jetzt, das heißt im Juli 2016, treibt mich die Frage um, wie geht es weiter? Ich glaube, diese Frage bewegt sehr viele Teilnehmer der Montagsdemonstration. Ich glaube auch, diese Frage sollte öffentlich gestellt und muss öffentlich beantwortet werden. Klar ist jetzt nach fast 2 Jahren, dass von Pegida nicht das Signal zu irgendeinem direkten politischen Umschwung ausgehen wird. Dazu ist dieses politische System immer noch zu stark und zu integrativ. Die eigentliche Kraft von Pegida liegt damals wie heute in seiner reinen Existenz. Wir sind der Pfahl in der Wunde eines kranken Systems, das seine Zukunft längst verspielt hat. Eines Systems, das mit der scheinbaren Lösung eines Problems stets 2 neue generiert. Aber jede einzelne Demonstration ist der schlagende Beweis dafür, dass das System die totale und uneingeschränkte Kontrolle und Herrschaft über das Land und seine Menschen längst verloren hat. Pegida und auch die AfD sowie viele weitere Widerstandsbewegungen offenbaren eine schwelende, nicht schließbare Wunde im System. Und das Wichtigste ist, das wichtigste konstitutive Merkmal des Merkel-Systems ist die Lüge. Frau Merkel kann nur mit der Lüge herrschen. Auf die Lüge. Und der Rest auch. Auf die, er hat es leider sehr klein gedruckt. Auf die Lüge kann das System bei Strafe seines Untergangs nicht verzichten. Darin besteht aber zugleich auch unsere nie versiegende Kraft. Nur eine Basisbewegung wie Pegida hat die Möglichkeit und die Kraft, dieses Lügensystem Montag für Montag zu demaskieren. Wobei die wirksamste Form der Entlarvung die Ironie ist. Wir sollten das Merkel-System noch viel mehr der Lächerlichkeit preisgeben. Aus all dem ist es wichtig, weiterzumachen. Jeden Montag, egal wie sich die Umstände ändern, egal welche neuen Forderungen entstehen, einfach nur weiter präsent sein, um so zu zeigen, wir entziehen uns und verweigern uns eurer Gleichschaltung und Uniformierung. Wir sind anders und wir werden Recht behalten. Neue Themen werden kommen und Pegida wird sie besetzen. Nichts bleibt bestehen. Epochen, gesellschaftliche Systeme und auch Regierungen gehen stets an sich selbst zugrunde. Kritik und Widerstand begleiten diesen Untergang. Pegida ist diese Kritik und dieser Widerstand. Sehr geehrter Herr Debritz, ich wünsche Ihnen und all Ihren Mitstreitern weiterhin viel Kraft. Tausende stehen hinter Ihnen, ein treuer Teilnehmer. Wer auch immer das geschrieben hat, Sie können auch gerne mal eine ganze Rede schreiben. Qualitativ hochwertig. Herzlichen Dank. Und damit übergebe ich an Lutz. Danke Sigi, danke an den anonymen Schreiber. Ich muss mal selber ein kleines bisschen runterdrehen. So, guten Abend Dresden! Die Bewerbung hat der Dr. Sigi schon mit euch gemacht, die kann ich mir also sparen. Also möchte ich zuallererst mal für euer Verständnis danken, dass ich vor 14 Tagen nicht hier anwesend war, sondern bei meiner Frau. Ich habe
Tausende, wirklich Tausende Mails und PNs und so weiter bekommen mit Genesungswünschen etc. und Verständnisbegründung, dass ich nie da war. An der Stelle mal an euch vielen, vielen Dank. Und dafür schon bei den Krankheitsfällen jetzt sind, erstmal ganz herzliche Genesungswünsche an Frau Renate Sandvoss. Die liegt im Krankenhaus mit Herzproblemen, lässt sich entschuldigen für heute, wird auf jeden Fall den Termin nachholen, wird wahrscheinlich heute noch verlegt in eine andere Klinik, also das liegt nicht an uns. Die Renate hat, glaube ich, dazu schon was auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht, entschuldigt sich. Ich denke mal, wir schaffen das, aber auf jeden Fall mit einem Riesenapplaus hier aus Dresden an die Renate, vielen Dank und gute Besserung. Ja, und weil wir gerade bei den besten Wünschen sind, an dieser Stelle gleich nochmal beste Wünsche, und zwar an die mutigen türkischen Menschen, welche sich dem Diktator Erdogan entgegengestellt haben und versucht haben, dort was zu tun. Wie ihr gehört habt, liebäugeln ja die Verbrecher da aus Erdogans Regierung mittlerweile schon damit, die Todesstrafe wieder einzuführen und wahrscheinlich die 3000 verhafteten Richter, Staatsanwälte, Juristen dann loszuwerden, ebenso gefährdet. Von den Urteilen sind dann natürlich auch die 2500 Offiziere, Soldaten und tausende andere Anhänger und Befürworter einer demokratischen Türkei, die es momentan unter Erdogan nicht gibt. Das muss man ganz klar sagen. Und um es mal so auszudrücken, unsere Volksverräterbande in Berlin und Brüssel müsste eigentlich umgehend sämtliche, und zwar sämtliche diplomatischen Beziehungen nach Istanbul einfrieren und sämtliche Verträge kündigen mit diesen Leuten dort. Genau. Man stellt sich aber jetzt mal den Aufschrei vor, wenn nicht ein Erdogan, sondern Wladimir Putin einen Putsch blutig niedergeschlagen hätte, tausende Menschen verhaftet und die Todesstrafe ins Spiel gebracht. Es wäre Tag und Nacht in den Systemmedien Top-Thema. Da es aber eben nicht Putin ist, sondern es gegen das Volk Erdogans geht und die Armee damit auch keinen Grund hat, irgendwie da einzuschreiten, ist eben Merkels Busenfreund da sehr gut beraten und bleibt der Aufschrei der Presse einfach mal aus. Leider, weil dort hätten sie mal richtig was zu tun und sich dort mal zu beschweren, wie es dort zugeht. Aber es geht um Erdogan, um den Ölgeschäftemacher, der mit der IS Ölgeschäfte macht. Und da schweigt Frau Merkel. Wie immer macht sie ihre Raute und sagt da nichts dazu. Sensationell. Im Gegenteil, sie verurteilt noch die Putschisten dort und sagt, jetzt können wir wieder eine Demokratie dort einführen. Also irgendwas hat da irgendwie wieder falsch verstanden. Sie reagiert überhaupt nicht, im Gegenteil, wie gesagt, sie kriecht ihren türkischen Freund so weit hinten rein, dass sie schon fast wieder oben rausguckt als Zahnfüllung. Aber es ist ihr gutes Recht, noch ist sie Kanzlerin und genauso tief wie ich sie verachte für die Untaten am deutschen Volk, verurteile ich auch und verabscheue Erdogan für seine Taten am türkischen Volk in letzter Zeit. Leider können wir daran ja im Moment nicht so viel ändern, zumindest bis zu den nächsten Wahlen. Aber da wird diese Verbrecherin hoffentlich endlich abgeurteilt und der rechten Bestrafung zugeführt. Und da wir gerade bei Wahlenzeit sind, kann ich euch gleich das nächste, und zwar zu unserer Partei erklären. Da wäre zuallererst einmal der Grund oder die Gründe, warum wir, obwohl es eine AfD gibt, eine Partei gegründet haben. Und zwar geht es da eigentlich hauptsächlich um unseren Eigenschutz. Das werden viele jetzt erstmal nicht verstehen, aber es ist so, dass ein eingetragener Verein wie Pegida relativ einfach durch Menschen wie einen Herrn Ulbich oder einen Herrn Maas oder wer auch immer da oben am Gründer sitzt, zu verbieten ist. Wenn so ein Verein nach Vereinsrecht verboten wird, bedeutet das, dass das Vereinsvermögen eingezogen wird, was in dem Fall nicht so schlimm wäre. Aber schlimm ist, dass auch von den Vorständen sämtliche Privatvermögen eingefroren werden. Es kommt ein Verbot zur Immobilienverwertung etc. etc. Das würde bedeuten, dass alle, die jetzt seit 20 oder 21, 22 Monaten hier das Gesicht hinhalten, von einem auf den anderen Tag mittellos werden. Das geht bei einer Partei nicht ganz so einfach. Da zieht das Parteiengesetz. Und deswegen haben wir gesagt, wir gründen jetzt unsere
kleinen Partei, haben dies getan, auch aufgrund von Informationen aus höheren Positionen verschiedener Ministerien, wie zum Beispiel das der Justiz in Berlin, wo uns eben zu Ohren kam, dass dieses Vereinsverbot wie ein Damoklesschwert momentan ganz aktuell über uns schwebt. Und dem sind wir einfach zuvor gekommen. Auch die Systempresse hat ja nur noch geschrieben von angeblichen Pegida-Resten etc. etc. Und trotzdem droht dieses Verbot und deswegen haben wir am 13. Juni diese Partei gegründet, die den Namen trägt FDDV. Das ist die Freiheitlich-Direktdemokratische Volkspartei. Und mit dieser wollen wir keineswegs, das ist ganz wichtig zu sagen, in direkte Konkurrenz zur AfD treten. Im Gegenteil, wir werden diese AfD unterstützen beim nächsten Bundestagswahlkampf und nur in ganz, ganz wenigen Landkreisen oder Wahlbezirken Direktkandidaten stellen. Das ist auch soweit, wir haben guten Kontakt zu einigen Landesverbänden, habt ihr sicherlich mitbekommen, in ganz Deutschland. Leider ist ja zum Sächsischen etwas Eiszeit, frostig das Verhältnis, aber es gibt andere Landesverbände der AfD, die verstanden haben, dass es nur gemeinsam geht von uns zwei und nicht anders. Also wie gesagt, am 13.06. durch Unterzeichnung unseres Gründungsvertrages nach § 2 Absatz 1 Parteiengesetz wurde die FDDV gegründet. Alle weiteren Informationen erscheinen in den nächsten Tagen auf der neuen Webseite fddv.de. Da könnt ihr dann alles nachlesen über die Vorstände, über die Satzung, das Programm der Partei, alles was zur Satzung noch dazu gehört, wie das Schiedsgerichtsgeschichten etc. etc. Steht dann alles dort. Wichtig noch zu sagen ist, dass das nichts mit Pegida zu tun hat. Das werden zwei verschiedene Geschichten sein, weil wir wollen das hier nicht zu einer Parteiveranstaltung machen oder sonst irgendwas. Deswegen haben wir bewusst auch einen anderen Namen gewählt. Und die nächste Information, ich werde persönlich in dieser Partei keine Funktion innehaben. Ich bleibe der Nutz von Pegida auf der Straße. Das schon mal ganz vorab. Weil hier fühle ich mich, ganz ehrlich gesagt, noch ein bisschen wohler, als irgendwo dann in so einem Sessel, genauso zu so einem Sesselpuber zu mutieren. Im Gegenteil. Wir werden also, im Endeffekt kann man so sagen, Pegida das Kontrollorgan dieser Partei werden. Wenn die Mist bauen, treten wir den auch genauso in den Arsch. Wie wir es allen anderen nächstes Jahr machen werden, gemeinsam mit der AfD. Und damit bin ich eigentlich informativ für heute schon wieder am Ende und darf unseren ersten Gast begrüßen. Wo auch immer er gerade rumspringt, da ist er. Da ist er. Sagt herzlich willkommen mit mir, Tony. Ich werde nach dem Spaziergang noch ein paar Sachen sagen, das ist mir gerade so nochmal gesagt worden, dass ich das nie vergessen soll. Also, Tony, jetzt geht dein Mikro. Guten Abend, Dresdner. Mein Name ist Toni Fleischmann. An den meisten Pegida-Kundgebungen habe ich teilgenommen. Ich habe heute das Bedürfnis, einmal etwas zu einer der Fehlinterpretationen unserer Bewegung zu sagen. Es wird uns immer vorgeworfen, wir würden Ängste schüren. Dem muss ich entgegnen, ja und nein. Nein. Wir schüren nicht Ängste der Bürger. Wer zu unseren Kundgebungen kommt und sich an unseren Spaziergängen beteiligt, ist alles andere als ängstlich. Jeder Teilnehmer ist vielmehr entschlossen, sich gegen die Alternativlosigkeit unserer Politiker aufzulehnen. Wir sprechen den Menschen Mut zur Entschlossenheit zu. Sie sollen nicht mehr länger unzufrieden in ihren Stuben hocken. Sie sollen ihren Unmut und ihren Willen offen bekunden. Dazu ermutigen wir sie. Und ja, es ist durchaus möglich, dass wir Ängste schüren.
Das können aber nur Ängste unserer führenden Klasse sein. Sie fürchten, ihre Gründe zu verlieren, ihre Machtpositionen einzubüßen. Wenn die breite Masse der mündigen Bürger ihre Stimme erhebt, statt sich den Beweggründen des Volkes selbstwillig zu stellen, kaschieren sie ihre Angst, indem sie die unerfahrenen oder eingelullten Schichten der Bevölkerung aufzuwiegeln versuchen gegen die Mutigen. Dazu werden Schlagworte benutzt, die bei fehlinformierten Bürgern wie Schalter umlegen wirken. Diese applaudieren dann auch einem Leipziger Oberbürgermeister, der sich nicht schämt, tausende junge Menschen dazu zu verführen, auf den Straßen Steine gegen friedliche Demonstranten zu werfen und sich blutige Schlachten mit der Polizei zu liefern. Ich mag auch Röbeleien gegen einzelne Journalisten nicht. Die haben als Individuen keinen Einfluss darauf, wie ihr Material in den Redaktionen verarbeitet wird. Aber die Medien müssen sich schon die Frage gefallen lassen, weshalb über solche Ausfälle von Gegendemonstranten kaum intensiv und sachbezogen berichtet wird. Ängste der Bürger haben vielleicht eher eine Ursache in der Blauäugigkeit unserer Regierung. Die Politiker in Berlin leugnen hartnäckig jede Gefahr für Deutschland oder bemühen sich, diese kleinzureden. Trotz zunehmender terroristischer Aktivitäten in Europa. Darüber hinaus haben sie 2015 potenzielle Gefahrenträger unkontrolliert ins Land gelassen. Nach wie vor sind sie nicht bereit, entschiedene Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Der Irrsinn geht weiter. Den Schleusern im Mittelmeer wird die Arbeit noch erleichtert, indem man selbst den illegalen Weitertransport der Flüchtlinge nach Europa übernimmt. Drückt sich so der Schutz des eigenen Volkes aus, zu dem sich auch Frau Merkel bei ihrem Amtsantritt verpflichtet hat? Stellen wir doch einmal aus dieser Betrachtungsweise die Frage, wo die Ängste unserer Menschen für sich, ihre Kinder und Enkel herrühren. Kein logisch denkender Bürger kann sich der Antwort entziehen. Auf keinen Fall von Pegida. Wer das Buch Pegida von Professor Werner Patzelt gelesen hat, kann sich glücklich schätzen, dass es in Deutschland noch hochgebildete Wissenschaftler gibt, die auf dem Boden der Realität stehen. Sie lassen sich nicht von Buhrufe skandierenden Wiggeren. Jeder unserer Politiker sollte dieses Buch studieren. Ich betone studieren. Nur lesen ist nicht ausreichend. Es ist die rein wissenschaftliche Arbeit eines ganzen Kollektives darin dokumentiert. Grundkenntnisse der Dialektik wären dabei unweigerlich von Vorteil. Das ist, vereinfacht, die Lehre von den Gesamtzusammenhängen. Diese scheint den Mitgliedern der JUSO-HSG-Halle völlig unbekannt. Zumindest drängt sich der Verdacht auf,
wenn man die Ausführungen der Organisation zur Kenntnis nimmt. Sie sind in besagtem Buch auf den Seiten 646 und folgenden nachzulesen. Auch den Entscheidern in den Redaktionsstuben ist dieses Studium zu empfehlen. Es hilft Ihnen mit Sicherheit bei einer transtendenziellen Berichterstattung. Indem wir also die scheinbaren Ängste der Oberen schüren und die Bürger unseres Landes zur Entschlossenheit aufrufen, drücken wir die Hoffnung aus, dass der Erkenntnisprozess unserer Regierung befördert werde, damit wir uns bald einmal wieder recht vertreten fühlen können. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke erstmal, Toni. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Wir haben dann noch unseren lieben Sigi und noch einen lieben Gast hier, wo ich den Namen noch nicht verrate. Also bis gleich, würde ich sagen, wir gehen wieder. Soweit ich informiert bin, hat sich was geändert. Kurze Frage. Wisst ihr, habt ihr was gehört? Hat sich was geändert? Wir gehen vorne über die Gleiskurve nach außen auf die St. Petersburger Straße und kommen durch die Prager Straße wieder zurück hierher zum Hauptbahnhof. Also bis gleich, liebe Freunde. Andrea, warum filmst du denn? Warum seid ihr nicht rum? Ja, meine Rollis. Ich kann ohne Rollis nicht laufen. Ich hab auch nicht gegessen. Hey!
Wisst ihr, was mich freut? Dass das Sommerloch 2016 nicht mal ein Drittel so tief ist wie das Sommerloch 2015. Sensationell. Ich höre, es verzögert sich wegen ein paar einzelnen Damen, ein Schuhladen war noch offen. Der wusste es. Ich denke, wir sind alle da. Bevor ich mit meiner eigentlichen Rede beginne, möchte ich noch kurz auf zwei Sachen eingehen, die beides mit dem Kalifat Nordrhein-Westfalen zu tun haben. Letzte Woche beschwerte sich ein Essener Sozialdezernent darüber, dass ostdeutsche Bundesländer und Bundesländer aus dem Süden der Republik anerkannte Flüchtlinge nach Essen schicken würden. Ich finde das äußerst rassistisch, denn schließlich bekommt er doch Menschen geschenkt. Potenzialingenieure, Ärzte, was auch immer. Und heute hat Frau Hannelore Kraft von der Scharia-Partei Deutschlands, die Ministerpräsidentin des Kalifats, gesagt, ich bin froh, dass die Grenzen zu sind. Wäre das nicht so eine Dame ohne Hals, hätte ich befürchtet, beim Wenden fällt ihr der Kopf von den Schultern. Aber, Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich habe sie voll davon, nach jedem neuen islamischen Terroranschlag geänderte Profilbilder in sozialen Netzwerken oder Hashtags wie Pray for Nice zu sehen. Das Brandenburger Tor hat schon viel zu viele Nationalfarben erlebt. Ich kann auch dieses Feigenblatt der politischen Korrektheit nicht mehr sehen. Und ich habe es satt, dass sogenannte Terrorismusexperten wie Lüners, von Lucke und Konsorten im Fernsehstudio hocken und um den heißen Brei herumreden. Es reicht mir, Augstein und Gesinnungsgenossen zu lesen, die nicht schnell genug sein können. Die nicht schnell genug damit sein können, den strenggläubigen Surensöhnen ihre schwere Kindheit als Auslöser ihrer Taten zu attestieren. Die politische Korrektheit lebt unser Land. Sie liegt wie Mehltau über ganz Europa. Ich korrigiere, über Westeuropa. Die Osteuropäer sprechen eine ganz andere Sprache. Apropos Sprache. Ich werde auch heute wieder Zitate einiger islamkritischer Autoren verwenden. Nicht, weil mir selbst dies nicht einfallen würde, aber diese Autoren haben nun einmal hervorragend formuliert. Warum soll ich es also unformulieren und als meine eigenen Ergüsse verkaufen? Das tun schon genug andere. Das ist nicht mein Stil. Ehre, wem Ehre gebührt. Die von mir sehr geschätzte Vera Lengsfeld formulierte den Wahnsinn aktuell heute folgendermaßen. Ich zitiere, inzwischen macht auf Twitter ein Tweet
an der Lara die Runde, die sich entgeistert fragt, warum wir nicht einfach miteinander leben könnten. Sie hat offensichtlich nie zur Kenntnis genommen, dass die Islamisten sagen, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Die Islamisierung hat bei uns erhebliche Fortschritte gemacht, schreibt Vera. Die einzige spürbare Reaktion darauf ist allerdings, dass diejenigen, die es wagen, dies anzusprechen, stigmatisiert werden. Mit den scharfen Waffen des Kampfes gegen Rechts wird alles mundtot zu machen versucht, was auf diese Probleme hinweist. Schon wer Tätergruppen benennt, macht sich nach den engen Kriterien der Antonio Amadeo Stiftung, dem von Justizminister Maas eingesetzten Internetbesinnungswächtern der Hate Speech schuldig und verfällt der politisch korrekten Femme. Akif Birinci und Thilo Sarrazin wurden bereits erfolgreich zu Aussätzigen gestempelt. Es hat schon viele andere getroffen und es kann jeden treffen. Der gewollt oder ungewollt den immer enger werdenden Kodex dessen, was noch erlaubt ist, durchbricht. Zitat Ende. Danke, Vera. Aber wie ihr wisst, ist mir diese Stigmatisierung völlig egal. Werde gesammelte Maas-Stasi, die heißt jetzt Masi, werde Frau Kahane, ihr könnt mich mal. Auch ein Klaus Pelle machte sich am Wochenende folgendermaßen Luft. Selbst der Fokus druckte diesen Artikel seines Blogs ab. Man glaubt es kaum. Er schrieb, nach den Anschlägen vor einigen Monaten in Paris las ich in einer Zeitungsmeldung, dass es in Brüssel, Zentrum der Europäischen Union, 800 bekannte radikale Islamisten gibt, die potenzielle Gefährder sind. In Paris dürften es mehr sein und in London auch. Im Ruhrgebiet und in Berlin gibt es die auch. Sie werden überwacht, rund um die Uhr. Warum eigentlich? Warum haben unsere europäischen Gesellschaften nicht den Mut, diese Leute auszuweisen? Wer hier zu uns kommt und unsere Hilfe bekommt und dann Verbrechen begeht, muss raus. Raus, raus, raus. Ich höre schon die ersten Beschwichtiger, die jetzt sagen werden, ja, die müssen raus, aber ihre Heimatländer nehmen sie nicht zurück. Und in ihren Heimatländern sind auch die Menschenrechte nicht gewahrt. Wissen Sie was, es ist mir scheißegal. Schafft sie meinetwegen an den Nordpol oder zahlt Devisen an Nordkorea, damit sie diese Leute in ihren dortigen Urlaubsparadiesen wegsperren. Ich bin es leid, immer wieder diese Bilder zu sehen. Blut auf dem Straßenpflaster, zerfetzte Körper, zugedeckt mit dunkelblauen Tüchern, ein totes Kind mit einer Puppe neben sich. Zitat Ende. Freunde, unsere innere Sicherheit ist in Teilen Europas einfach dahingegangen. Die reale und die gefühlte. Die Menschen haben Angst, sie machen sich Sorgen und das zu Recht. Und ja, dieser Verlust der inneren Sicherheit hat etwas mit der Einwanderung und dem Islam bzw. der Islamisierung zu tun. Wer das negiert, ist blind oder wird dafür bezahlt. Habt ihr es schon mitbekommen? Egal ob der Attentäter mit dem Auto Menschen überfährt wie in Graz und danach unter Alua Akbar mit dem Messer absticht, ist er psychisch krank. Wenn er an einer S-Bahn Menschen ersticht, ist er psychisch krank. Alle sind auf einmal psychisch krank. Wenn das so ist, können wir ja die Terrorbekämpfung ruhigen Gewissens den Krankenkassen überlassen. Ihr habt alle mitbekommen, was derzeit in Frankreich passiert. Erstmals spricht sich dort einer der höheren muslimisch-religiösen Führer, der Vizepräsident der Imame Frankreichs. Klartext, wenn er von all seinen Ämtern zurücktritt und sagt, ich zitiere ihn, ich gebe meinen Rücktritt und meine Ablehnung dieser inkompetenten Institution bekannt, die nichts für den sozialen Frieden tun und ständig wiederholen, dass es keinen Extremismus gibt. Wir müssen die Wahrheit sagen, Islam und Islamismus sind nicht mehr zu unterscheiden. Von den Muslimen ist kein wirklicher Einsatz gekommen, eine Lösung für das große Problem der Radikalisierung und des Hasses zu finden.
Der Hass ist zum Wesensmerkmal des innerislamischen Diskurses geworden, besonders in Europa, um auf diese Weise junge Muslime gegen den Westen mobilisieren zu können. Wir haben immer gedacht, dass der Terrorismus im Irak und in Afghanistan als eine Reaktion auf die Politik der Regierung Bush entstanden ist. Der arabische Frühling hat aber mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass das Problem des Islamismus mit der theologischen und rechtlichen Krise des Islams zusammenhängt. Zitat Ende. Ich hoffe, der Mann passt gut auf sich auf, weil nach diesen Zeilen werden sie versuchen, ihm den Hals abzuschneiden. Freunde, damit ist alles gesagt und seine Aussagen werden auch mit Zahlen gestützt. Moslems machen ca. 10% der französischen Bevölkerung aus. Eine Meinungsumfrage aus dem Jahr 2014 ergab, dass der IS in Frankreich eine Zustimmungsrate von 16% hat. Das ist gerade mal 2 Prozentpunkte weniger als der derzeitige französische Staatspräsident. In der demografischen Gruppe der 18- bis 24-Jährigen steigt die Zustimmung auf 27%. Und ich komme nicht umhin, einen Teil seines Textes wirklich zu zitieren. Er stammt von dem Autor David Goldmann, auch bekannt unter dem Namen Spengler, übersetzt von Jarin Nikolaus Steinhöffel. Er schreibt: Ein sehr großer Teil der französischen Muslime unterstützt also die extremste Form des radikalen Islam und bietet damit den Terroristen die Möglichkeit, in einem sympathisierenden Milieu unterzutauchen. Das Problem hat ein solches Ausmaß erreicht, dass eine Lösung nicht mehr ohne drastische Folgen zu haben ist. Im Kalkül des hedonistischen Galliers sind ein oder zwei Massaker pro Jahr einem Bruch des ohnehin auf wackeligen Füßen stehenden sozialen Friedens vorzuziehen. Und daher wird Frankreich gar nichts tun. Diese Fakten machen Terrorismusbekämpfung schwierig, aber nicht unmöglich. Es existieren zwei erfolgreiche Methoden zur Niederschlagung dessen, der die passive Unterstützung der lokalen Bevölkerung genießt. Die Franzosen in Algerien und die Israelis nach der zweiten Intifada von 2002. Die erste Methode ist wegen des exzessiven Einsatzes von Folter und massenhafter Vergeltung gegen Zivilisten verrufen. Die zweite hatte wegen der superben Geheimdienstarbeit mit menschlichen und elektronischen Erkenntnisquellen nahtlose Integration von Militär, Polizei und Geheimdiensten Erfolg. Die Selbstmordattentate wurden von 47 mit 238 Toten auf nur einen Anschlag mit 3 Toten im Jahr 2007 reduziert. Die Nadel in einem Heuhaufen zu finden, ist nur möglich, wenn der Heuhaufen dir dabei hilft. Die französischen Behörden müssen die eigene muslimische Bevölkerung davon überzeugen, zum Informanten gegen deren radikalisierte Jugend zu werden. Die Häupter der muslimischen Gemeinschaft müssten den französischen Staat mehr fürchten als die Radikalen in den eigenen Reihen. Und auch das würde eine Vielzahl von Verhaftungen, Deportationen und anderen Zwangsmaßnahmen bedeuten. In diesem Fall würde sich die Lage zuerst verschärfen, bevor sie sich verbessert. Zitat Ende. Leider hat er damit recht. Es würde heftig werden. Und ich höre jetzt schon die ganzen Berufsbetroffenen aufjaulen. Aber eine andere Lösung haben diese Jammerlappen auch nicht. Also sollten sie den Mund halten. Weiter zum Thema Frankreich. Nach dem Anschlag in Nizza hat der französische Innenminister Bernard Cazeneuve am Wochenende alle, und jetzt hört gut zu, alle willigen patriotischen Bürger zum Reservedienst bei den Sicherheitskräften aufgerufen. Der Appell richtet sich an französische Staatsbürger mit oder ohne militärische Ausbildung und ebenso an ehemalige Soldaten. Ja, das ist Zivilschutz und ja, das riecht nach Bürgerkrieg. Ich denke, das Ganze wird in Frankreich eine Art Nationalgarde werden. Die erste dieser Art wurde dort schon im Jahr 1789 gegründet, gibt es aber schon längst nicht mehr. Wir in Deutschland haben sowas gar nicht. Die Heimatschutzbrigaden der Bundeswehr heißen nur so, dürfen aber meines Wissens nicht zum Heimatschutz eingesetzt werden. Warum tut der französische Innenminister das? Ganz einfach, die Sicherheitskräfte sind dort, wie auch hier, notorisch unterbesetzt. Sie tun ihr Bestes, aber die Zeiten werden nicht besser und der Nachwuchs
bzw. der politische Wille für massive Aufstockungen fehlt. Und dann werden bei uns in Deutschland, wie letzte Woche in Berlin, politische Entscheidungen getroffen, bei denen man sich nur noch einen Kopf fassen kann. Dort wurde nämlich festgelegt, den Polizisten ihre Eigenschaft als sogenannte Dauerwaffenträger abzuerkennen. Das bedeutet, sie dürfen ihre Dienstwaffen nur noch auf dem Weg zum Dienst, beim Dienst oder auf dem Weg vom Dienst nach Hause tragen. Man stelle sich folgendes Szenario vor. Der Beamte hat frei, bummelt durch die Stadt und kommt zu einer Situation, bei dem ein selbstverständlich psychisch Kranker mit einem Messer auf Menschen einsticht. Dann erwarte ich von diesem Beamten, dass er sich schleunigst in Dienst versetzt und als sogenannter First Responder die Möglichkeit hat, einzugreifen und den Terroristen einfach ausschaltet. Ganz einfach. Ich erwähne den einfachen Grundsatz schon einmal. Erst auf Englisch. The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Übersetzt heißt das, das Einzige, was einen Bösen mit einer Waffe stoppen kann, ist ein Guter mit einer Waffe. Wobei Waffe alles sein kann. Messer, Fahrzeuge, Schusswaffen, ihr wisst, was gemeint ist. Also, wie kann man in der heutigen Zeit auf die Idee kommen, solch einen Beschluss zu fassen, den Beamten eben nicht die Möglichkeit zu geben, auf Außerdienst einzugreifen und vor allem sich selber zu schützen? Es wurde seitens der Suchenden dazu aufgerufen, Ungläubigen und deren Familien zu Hause zu besuchen und sie zu töten. Ein Terrorist hat dies während der EM in Frankreich wahrgemacht und einen Polizeibeamten und seine Frau in bzw. vor seinem Haus erstochen. Sie tun es also, insofern ist die Berliner Entscheidung fernab jeder Realität. Zumal die Berliner linke Szene mit ihren, wie sie der CDU-Innensenator Henkel nennt, SS- und SA-Methoden auch nicht ohne ist und wohl auch keinerlei Skrupel hätte, die von ihnen gehasste Polizei anzugreifen. Egal wann, egal wo, ob im Dienst oder privat. Der BDK, der Bund Deutscher Kriminalbeamter, will sich auf jeden Fall gegen diese Entscheidung der Aberkennung der Dauerwaffenträgereigenschaft wehren. Da kann man nur die Daumen drücken. Wie wir alle wissen, speziell in Berlin, Duisburg, Bremen, Augsburg, Ulm, haben unsere Sicherheitskräfte schon jetzt die Kontrolle über ganze Stadtteile verloren. Werden von Miris, von Al-Saints, den Abu Shakers dieser Welt nur noch geduldet. Diese Entwicklung gehört umgekehrt. Dort müssen jede Woche, jeden Tag Razzien reinknallen. Zoll, Steuer, Polizei, alles was läuft, bis die Geschäfte ausgetrocknet sind und die beschönigend Großfamilien genannten Banden mit Stumpf und Stiel aus ihrem Milieu herausgerissen worden sind. Aber wir alle auf der Straße merken alles schon im Kleinen. Kein Tag vergeht ohne eine ganze Liste von Meldungen, von Auseinandersetzungen zugewanderter Personen. Kein Tag ohne Belästigung und Vergewaltigung. Kein Tag ohne Meldungen von eben solchen Vorfällen Kindern und Jugendlichen gegenüber. Kein Tag ohne brutale Überfälle auf Passanten. Teilweise wegen Kleinigkeiten wie Zigaretten. Ja, sagen da die Berufsbeschwichtiger. Das gab es früher auch schon. Das machen auch Einheimische. Bla, bla, bla. Ja, natürlich machen das auch Einheimische. Aber deswegen müssen wir uns doch nicht noch irgendwelche Idioten importieren. Mit der Zuwanderungswelle von 100.000 Millionen Illegalen haben wir uns diese Art der Kriminalität selbst reingeholt. Die Schweden stehen schon auf Platz 2 der Länder mit den meisten Vergewaltigungen weltweit. Auf Platz 1 liegt übrigens Südafrika. Aber anstatt von den schwedischen Erfahrungen zu lernen, bekommen die ersten Belästiger und Vergewaltiger knallharte Bewährungsstrafen und ein zaghaftes Du-Du-Du mit auf den Weg zum nächsten Grabschologenkongress. Und dieser Vergewaltigungs-Dschihad wird noch heftiger werden.
Wie gesagt, schaut nach Schwedistan, liebe Verantwortlichen, und lernt daraus. Ein kleines privates Beispiel. Ich traf letzte Woche einen Bekannten, der muss jetzt immer öfter seine Frau von Arbeit in Dresden abholen, weil ein tiefgebräunter, traumatisierter, kürzlich in der S-Bahn seinen Fluchtgrund rausholte und herumzeigte. Mehr ist nicht passiert, aber so etwas prägt und hinterlässt Angst. Und derlei Beispiele gibt es viele. Und ob im Großen oder im Kleinen, es sind nun mal einfach größtenteils junge muslimische Männer, die in ihrem ethisch-religiösen Moralverständnis gar nichts Falsches tun. Sie nehmen sich von den Ungläubigen einfach das, was sie brauchen. Die westliche Zivilisation ist auf allen Kontinenten zu einer Beutegesellschaft geworden. Wie schon so viele andere Zivilisationen in den letzten 1400 Jahren eine Beute für die Religion des Friedens wurden. Ja, ich habe keinerlei Interesse mehr, um den heißen Brei herumzureden. Ja, es hat etwas mit dem Islam zu tun. Und das erkennen zum Glück immer mehr Menschen. Zum Beispiel der Vorsitzende der Jungen Alternative für Deutschland, Markus Grönemeyer. In einem Interview bezeichnete er ausländische Muslime als kategorisches Sicherheitsrisiko mit den Worten, ich zitiere, nach Europa kommende Muslime sind spätestens jetzt ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Für die nächsten Jahre darf es deshalb keinen einzigen ausländischen Muslim geben, der nach Europa kommt. Die zunehmende Islamisierung und Terrorisierung des Abendlandes muss beendet werden. Des Weiteren sollten Muslime, die keine EU-Bürger seien, an den EU-Außengrenzen abgewiesen werden. Hut ab, Herr Grönemeyer! So viel Mut zur Wahrheit hätte ich Ihnen und Ihrer Truppe gar nicht zugetraut. Nebenbei gesagt, es ist absolut unfassbar und weltfremd, dass Sie solche wahren, wichtigen und richtigen Äußerungen tätigen und sich gleichzeitig von der identitären Bewegung distanzieren. Aber Sie sind noch jung, Sie lernen noch, aber lernen Sie schnell, die Zeit rennt. Kurzer Themenwechsel, ab in die Türkei. Das Kalifat wächst. Erdogan ist nur noch zu beschreiben mit den Worten, er ist wieder da. Ihr alle kennt die Berichterstattung. Der kleine Diktator dreht jetzt mal ordentlich am Rad. Der EU-Beitrittskandidat verhaftet, foltert, es werden Menschen in Lagern verschwinden, zu denen es keine Schlüssel gibt. Wir stehen mit offenem Mund da und unsere Politikerdarsteller unterstützen diese Vorgänge. Es ist einfach nur noch absurd. Aber was mich nervt, ist etwas ganz anderes. Schon während des Putschversuches, ob nun echt und dämlich gemacht oder komplett gespielt, haben in der Nacht zum Samstag Erdogan-Anhänger in zahlreichen deutschen Städten demonstriert. Kleine Randbemerkung, in Ostdeutschland gab es keine Demonstration. Allein im Kalifat Nordrhein-Westfalen gingen 15.000 Menschen mitten in der Nacht auf die Straße. Denkt mal drüber nach, während der deutsche Michel schläft oder aus Bequemlichkeit und Feigheit einigen wenigen anderen das Demonstrieren überlässt, während er im Internet oder bei Freunden meckert, sind diese Truppen sofort zur Stelle. Keiner von uns hier muss sich diesen Vorwurf zu eigen machen. Aber ich werfe es allen anderen vor, die am Arsch nichts bewegen. Nur die blanke und friedliche Masse auf den Straßen wird etwas ändern. Das muss endlich jeder auf dem Sofa begreifen. Es passiert nur dann etwas, wenn du und du auch dabei bist, verdammt nochmal. Und dann lese ich eine Formulierung, die da lautete, Sicherheitsexperten sehen das Mobilisierungspotenzial des türkischen Staatschefs in Deutschland mit Sorge. Oder um es mit klaren Worten zu sagen, wenn Erdogan will, gehen dank des hier stationierten türkischen Heeres innerhalb kürzester Zeit die Lichter in den meisten Großstädten aus. Macht euch das klar, Freunde.
Wir haben eine signifikante Masse Menschen im Land, die loyal an ihren Führer glauben und für ihn sterben würden. In der Türkei wurden Soldaten unter Allahu Akbar-Rufen die Kehle durchgeschnitten. Sie wurden gefoltert. Könnt ihr euch vorstellen, was solche Fanatiker mit Ungläubigen wie uns machen, wenn es ihr Führer befiehlt? In einer Engel-Umfrage erklärten über 32% der Türken in Deutschland, dass für sie das islamische Scharia-Recht über dem deutschen Grundgesetz und deutscher Gesetzgebung stehe. Bei vorsichtig geschätzten 5 Millionen Türken im Land sind das einfach mal knapp oder wenig mehr als 1,5 Millionen. Die paar Millionen Illegalen, ob nun letztes Jahr von Frau Merkel eingeschleust oder schon länger hier leben, nicht mitgerechnet. Freunde, wir haben eine fremde Armee im Land. Das sollte langsam bei jedem durchsickern. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Abschnitt des Autors Thomas Spahn aus einem Artikel zitieren, der auf der Webseite Tischis Einblick veröffentlicht wurde. Ich zitiere: 1400 Jahre ideologisch begründeter Völkermord. Womit wir uns nun der zweiten Komponente dieser türkischen Nationallegende zuwenden. Legt man die von den Vereinten Nationen definierten Kriterien eines Völkermordes zugrunde, so ist der Weg zu der Erkenntnis nicht weit, dass jenem im 7. nachchristlichen Jahrhundert von Mohammed erdachte Philosophiekonzept die Grundlage eines nunmehr 1400-jährigen Genozids ist. Beginnend mit jenem jüdischen Stamm der Quraysha im Jahre 627 erfüllte Eroberungsfeldzug des Islam bis heute die Genozidkriterien der Vereinten Nationen von 1948. Alle diese Kriterien hat der Islam immer und immer wieder erfüllt. Und es unterscheidet ihn seine Ideologie von den abrahamitischen Vorgängerphilosophien dadurch, dass sein genozider Ansatz bereits im Koran selbst festgeschrieben wurde. Während der Mosaismus und das Christentum zwar auch ab- und ausgrenzende Identitätskriterien definieren, aber die kollektive Ausgrenzung und Unterdrückung bis hin zur physischen Vernichtung der Ausgegrenzten in ihren Philosophiewerken nicht vorgesehen ist. In Klammern, was nichts daran ändert, dass auch im Namen des Christentums Völkermorde beispielsweise an der indigenen Bevölkerung Amerikas zu beklagen sind. Nur resultieren diese aus einer klerikalen politischen Fehlinterpretation des Glaubenswerkes und nicht auf das Wortgebot desselben. Der Islam vernichtet gezielt nicht islamische Kulturen und Zivilisationen bis tief hinein nach Afrika und Asien. Wer nicht bereit war, seine ethnisch-kulturelle Identität zugunsten des Islam aufzugeben und damit seine eigene Geschichte zu verleugnen, war ständiger Repression bis hin zur Völkervernichtung ausgesetzt, wie dieses beispielsweise aktuell wieder bei den Jesiden zu konstatieren ist. Zitat Ende. Es muss endlich was passieren. Ja, das sagen viele. Aber was? Das ist die Gretchenfrage. Was ist moralisch und ethisch vertretbar? Was ist praktisch umsetzbar? Aber eines ist Fakt. Wenn nichts getan wird, wird die freiheitliche europäische Zivilisation untergehen, so wie viele andere Zivilisationen in vielen Ländern vor ihr, die von der Religion des Friedens in den letzten Jahrhunderten überrannt wurden. Und eins ist auch Fakt: Wenn etwas getan wird, wird es erst noch viel schlimmer werden, bevor es dann besser wird. Widerstandslos wird sich der Teufel Dschihad nicht in seine Höhle im Korandertal zurückziehen, das ist sicher. Freunde, wie immer bleibt es dabei. Wir müssen auf den Straßen bleiben und wir müssen wachsen, wir müssen informieren, wir müssen die Regierenden zum Handeln zwingen. Ich bleibe dabei, die Straße ist dafür der einzige Weg. Nie aufgeben, Gesicht zeigen, präsent sein. Und auch wenn der Spruch verbrannt ist, sage ich, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Danke, Dresden. Danke, Sigi, für eine der besten Reden, die ich seit langem gehört habe. Weltklasse. Noch, bitte nochmal von Sigi, weil das war auf dem Punkt. Ja, Freunde,
Und damit sind wir wieder bei den organisatorischen Sachen. Und zwar sieht es wie folgt aus, dass wir auch für kommende Woche echt Probleme haben, die Ordner zusammenzubekommen und deswegen gesagt haben, wir machen es wie letztes Jahr. Da haben wir uns ja noch abgewechselt mit anderen Städten, aber wir werden nächste Woche nochmal aussetzen und dann wieder in den wöchentlichen Rhythmus wechseln. Das heißt, kommen, wir kriegen es einfach nie Uhr oder sonst sowas. Es hatten viele die Möglichkeiten, wir hatten Aufrufe laufen, dass wir Ordner suchen, dass wir Sicherheitskräfte suchen und so weiter. Es sind momentan einfach zu viele, die Kinder haben, im Urlaub sind, etc. etc. Nehmt uns das bitte nicht übel, aber wir tragen hier eine Verantwortung. Wenn irgendjemandem was passiert, sind wir dann immer die, die damit irgendwie schlafen müssen und damit klarkommen müssen. Also bitte habt da Verständnis dafür, dass es einfach so ist. Wir wollen eine sichere, friedliche und ordentliche Veranstaltung hier. Und das ist mit 15 oder 20 Sicherheitskräften nicht zu gewährleisten, sondern wir brauchen einfach 30, 40, 50 Mann dann immer, die auch eingespielt sind im Team. Und deswegen machen wir nächste Woche nochmal eine Pause und sehen uns dann sozusagen am 1. August. 2. August, Entschuldigung, am 2. August, Montag, 2. August, 18.30 Uhr. Den Ort darf ich wieder aus rechtlichen Gründen noch nicht sagen, da der Bescheid noch nicht da ist. Also seid neben uns, sehen Sie es bitte nach. Es wird veröffentlicht auf unserer Facebook-Seite. Es wird natürlich das Infotelefon geschalten. Das kennt ihr ja alle. Unter der Rufnummer 0351 896962 könnt ihr ab Donnerstag wieder erfahren, wo es am 2. August weitergeht. Und damit sind wir für heute soweit am Ende. Wir haben jetzt nur noch die Ramona, die natürlich wieder unsere Hymne intoniert für uns. Hallo Ramona. Hallo Lutz. Guten Abend, Dresden. Habt ihr die Lämpchen da? Genau, auch wenn es hell ist. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Danke, Ramona. Und Montag ist der 1. August. Ich hatte doch recht, ich sollte nicht auf Sigi hören. Wir sehen uns also am 1. August um 18.30 Uhr, wenn du mich nochmal schickst. Im Übrigen haben wir hier am Tisch noch Informationsmaterial von der, wegen der Amadia-Geschichte und natürlich unsere Flyer, die ihr so freundlich und so lieb sein könntet, die in die Briefkästen in Dresden mitzunehmen. Überall, wo keine Werbung einwerfen steht, bitte nicht einwerfen, ansonsten bekommen wir Ärger. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche, aber Sigi noch was zu sagen. In 14 Tagen, Entschuldigung, am 1. August. Jetzt bin ich ganz groß und hast du gut gemacht. Vielen Dank, Freunde. In 14 Tagen wieder hier in Dresden. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Jeder kann ein Plakat malen. Jeder hat ein altes Betttuch zu Hause. Und jeder hat irgendeine Idee, was er dort draufschreiben kann und wo er das sichtbar hinhängt. Natürlich nur dort, wo es erlaubt ist. Aber wir kennen die ja alle nicht, die das da hinhängen. Und ihr kennt die sicher auch nicht. Aber macht's einfach. Wir sehen uns in 2 Wochen. Danke, ich erkläre die Veranstaltung für beendet.